Hi Leute, hier ist der George und heute möchte ich dir mal zeigen, was PicDrop ist. PicDrop ist eine Online-Galerie für Fotografen, das heißt, man kann Bilder übertragen und also es ist der Wahnsinn. Und es gab jetzt gerade vor kurzem ein Update, deswegen habe ich gedacht, ich mache euch mal ein kleines Video dazu. Denn es hat sich einiges verändert und verbessert. Das ganze Design ist etwas heller geworden. Ihr seht hier auch schon, oh, guck mal, Paul ohne Bart. Geiles Foto, Paul, Alter. Ja, der kennt es auch und macht auch dafür Werbung und findet das super. Also ihr könnt mal hier auf der Seite durchscrollen, was es so alles gibt, was man so machen kann. Es ist wirklich der Wahnsinn, Leute. Also mal hier ganz kurzer Überblick, was das Update oder was das letzte Update von PicDrop alles gebracht hat. Also es ist ein helleres Gesamtdesign geworden. Es gibt verschiedene Galerie-Layouts. Es gibt jetzt neu ganz große Header, also das heißt hier oben, wenn man in seine Galerien mal reingeht, ihr seht, ich habe hier gerade nur zwei Galerien, das sind Kundengalerien. Wenn ich jetzt hier mal in eine Galerie reingehe, seht ihr hier oben so, ja, so Header, die gab es vorher nicht. Ich kann mein Logo einfügen und was gut ist, ich kann jetzt hier auch zum Beispiel, ich muss mich gerade noch mal einloggen, sehe ich gerade, weil ich habe jetzt hier, um euch die Titelseite zu zeigen, musste ich mich kurz ausloggen. Ja, und ihr seht jetzt hier schon, wenn ich mich eingeloggt habe, kriege ich hier oben auch nochmal so diese ganzen Einstellungssachen. Ich kann ja die Galerie einstellen. Das heißt, hier sind diese besagten drei Layouts, die ich jetzt anlegen kann. Früher war das nur ein Raster. Jetzt kann ich einen Ziegel machen zum Beispiel. Das heißt, Hochkant und Querformatbilder werden dann natürlich schöner angezeigt. Ich habe jetzt hier, glaube ich, nur Querformatbilder. Ah, ne, hier jetzt sieht man, dass halt die Hochkantbilder so mit angepasst werden hier und mit schön ins Design integriert werden. Also das sieht ganz cool aus. Ja, ich kann diese ganze Galerie hier versenden unter einem Klarlink. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem Link kommt er jetzt in diese Galerie, die werde ich dann jetzt gleich mal löschen, weil sonst kommt er an diese ganzen Bilder ran. Nein, oder ich kann ihn als sicheren Link verschicken. Das heißt, mit diesem Link kommt ihr quasi in diese Galerie rein. Den kann ich jetzt direkt als E-Mail verfassen und senden, in meinem E-Mail-Programm öffnen lassen oder in die Zwischenablage kopieren und per irgendeinem Messenger-Dienst verschicken lassen. Also es ist sau praktisch hier mit nur einem Button oben. Dann sieht man die Ereignisse, das heißt, wann wurde was hochgeladen, jemand hat irgendwas besucht, jemand hat irgendwas markiert. Da sehe ich halt alles so quasi so ein Protokoll. Ich kann hier in die Kundenansicht wechseln, das heißt, wie sieht der Kunde die Galerie? Das heißt, ich kann mir das Vorschau anzeigen lassen. Alles klar, kann er, darf er, ich sonst was machen. Ich kann hier auch sagen, was möchte ich alles zeigen lassen in den Einstellungen. Ne? Ich kann sagen, wie soll es sortiert werden, nach Aufnahmezeit, Uploadzeit, Dateityp, Größe, was auch immer. Willkommenstext kann ich noch anlegen und den einblenden lassen, Untergalerien anlegen, dann kann ich hier Funktionen machen. Das heißt, ich kann sagen, nein, der Kunde darf keine Downloads machen, er darf aber Bildauswahlen treffen, er darf Farbmarkierung machen, er darf was kommentieren, aber er darf nichts hochladen, ne? Oder einen Kontaktbogen drucken. Dann hat man hier noch Sicherheit, klar unsicherer Link, nur sicherer Link oder privat. Das hatten wir ganz klar. Ich kann auch hier die Galerie mit einem Passwort versehen. Das mache ich jetzt gleich, sonst kommt ihr nämlich jetzt in diese Galerie rein. Genau, also hier könnt ihr alles Mögliche einstellen und es ist saupraktisch, weil man kann jetzt die Bilder hier in klein hochladen und der Kunde, man schickt einfach den Link jetzt den Kunden und der kann jetzt hier rein und der kann jetzt hier markieren, zum Beispiel mit gefällt mir nicht oder gefällt mir. Ne, das heißt, er kann auch Sachen rauslöschen. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles einstellen, was er machen darf. Wenn man draufklickt, wird einem das noch so angezeigt und man kann jetzt neu das Ganze auch im Vollbildmodus sich anzeigen lassen und kann dann hier die verschiedenen Bilder durch. Mit Escape kann man zurück. Ich kann mir die Kamerainformation einblenden lassen, wann wurde was aufgenommen, mit wie viel was. Ihr seht schon, saupraktisch. Ich kann hier aber auch hochauflösende Bilder dem Kunden schicken. Das heißt, wenn wir hier eine Auswahl getroffen haben mit dem Kunden zusammen, kann ich ihm jetzt quasi wieder diese Bilder rauslöschen oder einen Unterordner anlegen und dann ihm die High-Res-Bilder hier hochladen und ja, kann die dann so darüber verschicken. Es gibt verschiedene, ich glaube, Preispakete hier.
Es gibt auch ein Free-Paket, das heißt, ihr könnt 30 Tage alle Funktionen und beliebig viele Galerien und Speicherplatz nutzen. Und nach 30 Tagen habt ihr immer noch alle Funktionen, aber nur noch 3 Galerien und 1 Gigabyte Speicherplatz insgesamt. Bleibt aber auch immer kostenlos, damit kann man sich mal ein bisschen mit anfreunden. Dann gibt es die Lite-Version, ne, bis 5 GB Speicherplatz und 20 Galerien kostet dann 7,50 Euro im Monat. Dann die Pro-Version, alle Funktionen plus beliebig viele Galerien, 250 GB Speicherplatz, 3 verschiedene Layouts inklusive Header-Fotos und dein eigenes Branding. Das war das mit dem Logo, was ich da vorhin gesagt habe. Und dann gibt es noch das Studio, das ist natürlich das teuerste mit 25 Euro im Monat. Beliebig viele Galerien, 600 GB Speicherplatz, 3 verschiedene Layouts und dein eigenes Branding, ist klar. Das heißt, die beiden unterscheiden sich eigentlich nur zwischen dem Speicherplatz, 250 GB und 600 GB. Und wenn man natürlich fertig ist mit einer Galerie, also wenn man sagt, man hat jetzt den Kunden fertig und geht jetzt hier in seine Galerieübersicht, kann ich jetzt auch zum Beispiel sagen, ich will die Galerie löschen oder eine neue Galerie anlegen. Also es ist super easy, super cool zum Verschicken. Auch hier mit der Valerie habe ich ein Model-Shooting gehabt. Ne, lass am Abend direkt alles raw aus der Kamera verkleinern, also in wie viel Größe? 1500 mal 1000 Pixel habe ich alles verkleinert, habe es hochgeladen. Das heißt, sie kann jetzt hier mir Fähnchen machen und sagen, welche Bilder sie toll findet. Und dann kann ich sagen, oh, das Bild, ja, das finde ich auch toll oder das Bild finde ich auch toll. Und dann weiß ich schon, was ihr gefällt, weiß dann, was ich bearbeiten kann, ohne dass sie jetzt eins bearbeitet. Und sie sagt, oh, nee, das gefällt mir aber gar nicht. Ne? Und deswegen, also saupraktisch. Um schnell so eine Übersicht zu zeigen und um sich gegenseitig auszutauschen. Man kann übrigens auch noch hier bei gewissen Bildern hier unten kann man auch noch Nachrichten eingeben. Das heißt, man kann sich quasi, man kann es kommentieren, man kann es markieren und was auch immer. Also super cooles Tool. Ich hoffe, das konnte den einen oder anderen hier eine Übersicht geben. Also ich finde es ein super Tool. Wir benutzen es oft bei uns im Office und ja, hammergeil.